Willkommen zu meinem neuen Video. In Zusammenarbeit mit Main Wunder darf ich euch wieder ein ganz, ganz tolles Kinderbuch vorstellen. Und zwar kam das in diesem super süßen Paket hier. Und wir machen jetzt sozusagen ein Unboxing zusammen. Hier auf dem Paket steht, ich bin das Eichhörnchen. 100% Naturbuch für Kinder ab 4 Jahren. Aus dem Belz und Gelberg Verlag übrigens. Und jetzt packen wir das mal aus. Und dann sieht es hier drin so aus. Ich finde das ja mega, 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 mega niedlich. Hier sind halt ganz, ganz viele Naturmaterialien auch dabei, mit denen man dann quasi spielen und bauen kann. Da habe ich jetzt schon Ideen, was wir dann draußen auf dem Balkon mit den Kindern machen können. Und dann ist erstmal das hier dabei. Das machen wir jetzt einmal zusammen auf. Und zwar sind das Ausmalbilder oder ein großes Ausmalbild. Voll schön. Ich liebe sowas ja. Gerade jetzt, wir haben ja jetzt gerade 2 Wochen Urlaub zu Hause, kommt es eigentlich gerade wie gerufen. Also dann sind hier wie gesagt ganz, ganz viele Naturmaterialien dabei. Hier ist Rinde, hier ist eine Walnuss, hier sind Haselnüsse, Blätter und Moos sind hier drin. Und dann das Kernstück quasi. Also damit dürfen die dann gleich bauen. Ach, hier ist noch was. So, ich glaube, jetzt habe ich alles. Also das Kernstück ist dann das hier. Wie gesagt, das Buch und auch alles, was sich in diesem Paket befindet, ist 100% Recyclingpapier. Das finde ich super, super spannend. Und ist bedruckt mit veganen Biofarben. Das habe ich so auch noch nicht gehört. Und natürlich klimaneutral hergestellt. Saatpapier Wildblume. Da will ich dann gucken, wie das funktioniert. Okay, also wir packen das erstmal aus. So, und dann steht hier erstmal. Hallo, ich wollte mich nur kurz vorstellen. Mein Name ist Eichhörnchen. Ihr könnt aber gern Hörnchen sagen. Es gibt ein neues Buch, in dem geht es um mich. Die Katrin Wiele hat mich gemalt und aufgeschrieben, was ich den ganzen Tag so mache und der Belz Verlag hat daraus ein Buch gemacht. Und hier ist es für euch. Ich hoffe, es gefällt euch. Mit besten Grüßen aus dem Kobel, euer Hörnchen. PS, viele Grüße auch von Katrin und Belz. PPS, falls ihr Nüsse da habt, meine Cousine wohnt um die Ecke. Dann hat man hier ein Spiel, das wusste ich schon, dass das kommt, Eichhörnchen Bingo. Spielvariante 1. Wer als erstes 4 der gesuchten Gegenstände horizontal, vertikal oder diagonal in einer Reihe gefunden oder gesehen hat, gewinnt. Heißt, man geht durch den Wald und spielt zusammen Eichhörnchen-Bingo. Würde ich mir super gerne so für das schlechtere Wetter, so Herbst oder so aussuchen, wenn die Kinder eher weniger gern rausgehen. Finde ich eine coole Idee, um ein Spiel, um einen Spaziergang aufzupeppen. Spielvariante 2 wäre, wer am Ende die meisten der gesuchten Gegenstände gefunden gesehen hat, hat gewonnen. Ich glaube, das würde ich mir tatsächlich noch mal ein paar Mal kopieren und laminieren. Das finde ich nämlich eine richtig coole Spielidee. Dann hat man hier ein kleines Heftchen. Katrin Wieles Naturwelt. Es fasst sich auch mega cool an. Und da ist ein bisschen was über die Autorin geschrieben. Aha, und dann hat man hier halt auch so noch mal ein paar Infos zu dem Buch, das 16 Seiten hat, ab 4 Jahren ist. Und hier steht noch mal 100% Naturbuch, Sojafarben aus Ökokarton. Okay. Das Eichhörnchen nimmt uns mit in seine Welt und zeigt auf 7 Doppelseiten, wie es seine Babys im Kobel aufzieht, was es frisst, wann es Winterruhe hält und was es besonders gut kann. Warmherzige Illustrationen und kurze Texte erklären leicht verständlich erste Zusammenhänge und die Wechselbeziehungen von Tier und Natur. Und dann bekommt man noch so gezeigt, was die Autorin, die hat noch ganz, ganz viele andere Bücher ähnlich herausgebracht. Das finde ich auch super spannend, das gucke ich mir nachher mal in Ruhe an. Und jetzt packen wir mal. Oh, voll schön. Oh, guckt mal. Super, super schön. Die schönen Farben kommen gar nicht so gut zur Geltung. Ich bin das Eichhörnchen. 100% Naturbuch. Und jetzt blätter ich mal so ein bisschen
für euch hier durch. Kletterkünstler, Wipfelstürmer und Nüsseknacker. Das bin ich, das Eichhörnchen. Ich zeige dir, was ich gerne fresse, womit ich das Nest für meine Kinder auspolstere und was ich den Winter über so mache. Komm mit in meine Welt. 100% Naturbuch, zu 100% aus Recyclingpapier und mit Ökofarben gedruckt. Kostet übrigens nur 9,95 Euro. Also vielen, vielen Dank an Main Wunder, an Belz und Gelberg, dass ich dieses wunderschöne Unboxing-Video für euch drehen durfte und wir jetzt im Besitz eines wundervollen neuen Kinderbuchs für Svea sind. Im Herbst Eichhörnchen-Bingo spielen werden, das werde ich auf jeden Fall machen. Manchmal sind meine Kinder schwer zu motivieren, im Herbst rauszugehen, einen Spaziergang zu machen und damit kann ich mir vorstellen, funktioniert das wunderbar. Und dann war ich ja noch gar nicht fertig, fällt mir gerade ein, weil das hier war noch im Paket. Kleine Mahlzeit, Futter für Eichhörnchen. Ein Festschmaus für Eichhörnchen. Eine Handvoll hochwertiges Futter für unsere flinken Freunde. Wettergeschützt in einem kleinen Schälchen serviert, können sie sich nach Herzenslust bedienen. Die Mischung enthält unter anderem Haselnüsse, Walnüsse, Hagebutten, Rosinen und Zedernüsse. Von die Stadtgärtner. Das finde ich ja total spannend. Okay. Das ist cool, das werden wir auf jeden Fall machen. Das ist auch wieder so ein tolles Erlebnis für die Kinder. Und dann war halt hier dabei, einfach, danke, Saatpapier Wildblume. Anleitung unter heylittlegreen.de. Das werde ich mir definitiv gleich angucken. Und das seht ihr jetzt gleich auch noch im Video, was ich mit diesem Saatpapier mache. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen, hat euch eine Inspiration gegeben für ein wundervolles neues Kinderbuch. Ich finde es echt mega, mega toll. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Übrigens, alle Infos zum Buch findet ihr nochmal unten in der Infobox. Bis dann. Tschüss.